Nur ein Steinwurf von der Hochschule Magdeburg-Stendal entfernt befindet sich der Elbauenpark. Schon von weitem sticht der Jahrtausendturm mit seiner ungewöhnlichen Form ins Auge. Denn er ist zu einem echten Wahrzeichen Magdeburgs geworden und man kann ihn von der Autobahn A2 aus sehen. Wer ihn besteigen will, sollte schwindelfrei sein, denn es geht bis zu über 40 Meter in die Höhe. Oben bekommt ihr dann aber einen wunderschönen Blick über Magdeburg und den Elbauenpark. Und für die ganz Mutigen unter euch geht es dann mit der Zipline wieder hinunter. Im Inneren des Turms findet ihr eine spannende Ausstellung. Klingt also nach einem Ort, den ihr als Studierende unbedingt einmal gesehen haben müsst. Und das werde ich mir jetzt einmal genauer anschauen. Der Jahrtausendturm im Elbauenpark wurde anlässlich der Bundesgartenschau 1999 gebaut. Der in Kegelform konstruierte Holzturm ist der höchste seiner Art. Die Ausstellung im Innenraum erstreckt sich über 6 Etagen und stellt die Geschichte vom Anfang der Menschheit bis zur Gegenwart dar. Durch Herrn Harms, der im Turm arbeitet, habe ich einen genaueren Einblick davon bekommen. Wir haben hier 6 verschiedene Ebenen. Wir fangen ganz unten an mit der Antike und sind hier zum Beispiel bei Archimedes, bei Heron und zum Beispiel auch bei Pythagoras und werden dann immer etwas moderner, sag ich jetzt mal. Danach kommt das Mittelalter, die Neuzeit und ganz oben auf der 5. Etage haben wir auch schon die ganz aktuelle Zeit mit den aktuellen Universitäten, die uns dort Fachtechnik über LED-Technik bis hin zur Medizin und alles Aktuelle dann halt auch gestiftet haben und halt auch dort präsentieren. Ich mag auf jeden Fall den schiefen Raum. Das ist halt zur Optik, das ist total faszinierend. Die Leute kommen immer an und sagen, wow, der Raum ist so schräg. Und wenn man sich in eine bestimmte Position hinstellt, sieht man den auf einmal ganz gerade und kann dann halt auch in diesen reingehen und kann dann halt sehen, wie man halt von einem kleinen Mensch zum großen Mensch wird. Es ist sehr faszinierend, das ist sehr, sehr cool und kann hier sehr viel ausprobieren. Also für die Studierenden ist es vielleicht interessant, das einfach mal direkt anzufassen und zu sehen, was es hier gibt. Und sich das nochmal vielleicht so in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer Führer quasi hier einfach zeigen zu lassen und erklären zu lassen. Und wenn man da Fragen hat, dann hilft man da natürlich auch sehr gerne weiter. Ich konnte mich selbst davon überzeugen, dass man so einiges im Turm ausprobieren und auf unterschiedlichen Wegen und bei vielen Attraktionen alle Sinne auf die Probe stellen kann. Ganz besonders spannend sind die Magdeburger Halbkugeln. Im Zuge seiner Magdeburger Experimente wurde Otto von Guericke zum Begründer der Vakuumtechnik und bewies, dass sich 2 Halbkugeln, zwischen denen die Luft entzogen wurde, selbst mit der Kraft von 30 Pferden nicht mehr auseinanderziehen lassen. Da musste dann auch ich passen. Aber auch den eigenen Namen zu schreiben, während man die Schrift nur in einem Spiegel sieht, ist wirklich gar nicht so einfach, wie man denkt. Zum Schluss darf der Aufstieg auf die Aussichtsplattform natürlich nicht fehlen. Von hier sieht man auch bereits die Zipline, die als Magdeburgs spektakulärste Freizeitattraktion beschrieben wird. Spannender Tag im Elbauenpark und ich habe gesehen, dass man sowohl im Jahrtausendturm als auch um den Turm herum viel entdecken und erleben kann. Wenn ihr also mal eine Freistunde habt, haltet auch schon auf dem Turm und überzeugt euch gerne selbst davon. Neben einem Besuch des Jahrtausendturms gibt es im Elbauenpark noch vieles zu erleben. Für das extra bisschen Action und Spaß nach einem lehrreichen Tag sorgt zum Beispiel die beliebte Sommerrodelbahn.